Hallo Freunde, hier ist der Teasy, wieder zurück zu meinem zweiten Let's Play auf meinem Kanal. Ich mache heute mal was ganz anderes. Gestern gab es Olaf and the Loot. Heute ist ein bisschen mehr Action. Muss auch mal sein, Gegensätze ziehen sich ja an, habe ich gesagt. Dieses Spiel heißt Boson X. Boson X. Ne? Kommt von zwei australischen Programmierern. War mir vorher unbekannt. Vielleicht machen wir es jetzt einfach ein bisschen bekannt. Wir spielen das in der Version 1.0.4. Man muss nicht viel mehr machen, außer mit den Pfeiltasten links und rechts zu springen und nach vorne, also in dem Fall nach oben vorne. Zeige ich euch aber gleich. Es geht dabei hierum, dass man in einem riesigen Teilchenbeschleuniger sich befindet und man muss durch Hochenergiekollision neue Teilchen finden. Das ist so der Hintergrund. Ihr werdet gleich sehen, man läuft eigentlich nur. Ja, muss sehr reaktionsschnell sein. Anscheinend war ich es bisher nicht. Ich habe schon mal eben Testaufnahmen gemacht. Naja, das war so lala. Gucken wir mal. Also es geht darum, einfach schnell zu sein. Es gibt aber auch eine Warnung der Entwickler, die will ich hier nicht verschweigen. Einige Abschnitte dieses Spiels enthalten blinkende Lichter, die eine negative Reaktion bei einigen Benutzern auslösen kann. Die sprechen hier wohl von Epilepsie. Also Leute, die kein Strobolicht abkönnen, dieses Disco-Blitzlicht. Naja, tut mir leid, für die ist es dann aber auch nix. Gibt viele andere Spiele mit viel Action. Aber wir fangen an, will gar nicht lange quatschen. Los geht's. Ach so, ja, nicht ganz. Ich hatte ja schon vorher mal gespielt, hab dadurch schon ein bisschen was freigeschaltet. Ich fange einfach nochmal neu an. Und dann machen wir Action. Und los. So, ich habe hier einen weiblichen Charakter gewählt. Man kann auch noch einen männlichen nehmen. Macht keinen Unterschied. Genauso gut oder genauso schlecht. Hängt ja von dir selber ab, ne? Vor uns bilden sich immer wieder neue Blöcke oder Ebenen, die wir erreichen müssen. Wenn wir dicht genug dran sind oder wenn die dicht genug untereinander verknüpft sind, diese grauen oder bunten Ebenen, oh Mann, ja, dann kann man mit einem kurzen Klick auf die Taste die Richtung wechseln. Zack, so wie jetzt nach rechts. Nochmal, zack, einfach nur kurz drauf. Wenn ich springen will, muss ich lange drücken. Gleiche gilt natürlich dann auch für Bewegungen nach links und rechts. Hier zum Beispiel, zack, muss ich länger drücken, noch länger drücken, kurz, 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 ja, und laufen lassen. Also alles im Allen gar nicht so schwer. Nur. Ja, der blaue Untergrund hier, diese blinkenden Felder bringen uns Energie und Geschwindigkeit in dem Fall. Und dann haben wir noch Höhenunterschiede drin. Das heißt, wir werden immer schneller, müssen immer kürzer reagieren, also in immer kürzerer Zeit eine Entscheidung treffen. Oder gegen die Wand laufen, kurz bevor wir 100% erreicht haben. Ich fasse es nicht. Also los, nochmal. Am Anfang recht träge, ne? Die gute Dame hier. Aber schon nimmt sie Fahrt auf. Also für zwischendurch ist das natürlich schon eine feine Sache. Der Sound, der ist, also ich finde ihn einfach gut für den Hintergrund so ein bisschen, ne? Erinnert hier alles so ein bisschen in der Aufmachung an Tron, ne? Ihr kennt das. Und, uah. Und ich sollte nicht so viel quatschen. Und man muss sich immer entscheiden. Oh. Na, guck mal, die Dame rennt schon. Und jetzt ist gleich Action. Jetzt gleich geht's in den Hyperraum. Achtung. Seht ihr? Ich hoffe, das reicht. Ja, es reicht. Also, das scheint hier irgendwie der nächste Level zu sein. Oder der nächste Schwierigkeitsgrad. Alter. Das kann man ja immer gerade auslaufen hier, oder was? Ne, ich glaube, man kann einfach irgendwann nicht mehr reagieren dann, ne? Oder die Steuerung. Also meine Tastatur, die schreit hier schon. Ja. Boah, 122, mehr nicht. Na gut. Mein Rekord liegt etwas da drüber. Ihr seht's, 124,80. Nicht schlecht, ne? Also schon ordentlich Action. Gegensatz zu einem Point-and-Click-Adventure. Naja, ne? Also man muss mal hier und mal da gucken. Ich zeige euch jetzt mal den nächsten Level, der dann freigeschaltet wurde.
Der sieht ein bisschen anders aus. Da gibt es nämlich noch diese roten Flächen, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin. Und vor allen Dingen zieht er hier ganz schön an. Und ich glaube, diese roten Flächen... Ach Mist, die kann man glaube ich nur einmal betreten. Ich habe es noch nicht so ganz rausbekommen. Vielleicht weiß es ja einer von euch, der kann es dann auch in die Kommentare schreiben. Na gut, die blauen kennen wir schon. Die nehmen Geschwindigkeit auf. Ach Mensch, schon wieder. Also, ihr seht auch, mein Höchstwert hier liegt bei 34,66. Das ist nicht so dolle. Nichtsdestotrotz, die Entwickler haben auf ihrer Webseite noch weitere Spiele vermerkt. Da könnt ihr gerne mal gucken. Kommt natürlich in die Kommentare, in die Let's Test Beschreibung mit rein auf YouTube. Könnt ihr gerne mal reingucken. Und natürlich die Entwickler unterstützen. Hilft uns ja allen am Ende. Tja, jetzt, ja, nicht schlecht. Also, etwas besser als vorher. Und, naja. Okay, ich konnte meinen Wert noch nicht ganz verdoppeln. Aber ihr seht es auch an der Kurve unten, wie die steil nach oben ging. So schlecht war ich jetzt wohl nicht. Ja, und rechts seht ihr nochmal einen Querschnitt vom Teilchenbeschleuniger. Ne? Kennen wir ja alle. CERN-Projekt. Wo man dann sagt, Mensch, wenn wir da nicht aufpassen, dann machen wir uns selber ein schwarzes Loch. TV-Filme gab es ja darüber schon genug. Okay, ich zeige euch nochmal den anderen. Der ist noch ein bisschen härter. Meine Prozentzahl mit 5% ist auch mehr schlecht als recht. So. Gucken wir mal. Ach hey, ach hey, ach hey. Und zack. Und zack. Oh. Ich war schon bei 21. Super. Naja, immerhin. Reicht aber nicht. 100 brauchen wir, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zack. 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 Liebe Leute. Ach, hey. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Ja, Let's Fail, ne? Das wäre wohl der richtige Titel. Mann, oh Mann, oh Mann. Naja. Okay. Noch eine Runde? Ja, ne? So eine können wir nochmal machen. Oh, da bin ich ja mit dem Kopf voll gegen die Wand gelaufen. Okay, eine noch. Eine noch. Okay, ich will euch nicht langweilen damit. Versucht es einfach selber. Geht auf die Webseite www.muandheyo.com. Sie ist in der Beschreibung nochmal drin. Mu ist der Ian McLarty, der das mitentwickelt hat. Nee, genau andersrum. Oder? Naja, egal. Mu and Heyo sind Ian McCartley and John Kearney. Ich hab's einfach mal abgelesen. Melbourne, Australien. Egal. Also in der Beschreibung stehen auch Kontakt und Webseite drin. Schaut's euch einfach an. Ich gehe mal hier raus, sonst fallen mir die Ohren ab. Nicht schlecht für zwischendurch, da es ja auf mobilen Geräten verfügbar sein soll. Ist das mal für die Fahrt in der S-Bahn oder im Bus oder so vielleicht mal gar nicht schlecht. Oder auf der Rückbank, wenn die Fahrt mit den Eltern in Urlaub doch ein bisschen dröge ist. Holt ihr euch das raus da und dann daddelt ihr eine Runde damit. Ja, also mein Fazit ist im Grunde positiv, wunderbar, kann man empfehlen für zwischendurch. Ich mach dann jetzt mal hier gleich den Schuh, also ne, ich mach gleich eine Aufnahmepause. Hier seht ihr es nochmal, unten steht Ian McLarty und John Kearney. Das sind die beiden Herren aus Melbourne, Australien. Und in den Optionen, naja, da ist nicht viel einzustellen, ne, ihr seht's ja. Hier nochmal die Credits, der Ian, der John. Und sie bedanken sich hier bei Mark, Steve, Bethany, Tanja, Simon, Harry, Ben, Michael und James. Ganz unten nochmal die die Webadresse zu den Herren. Die Facebook-Adresse teile ich auch nochmal mit in der Beschreibung. Und dann, ja, wer wird der Beste sein, ne? In diesem Sinne, Freunde, ich wünsche einen wunderschönen Abend und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Euer Tizi. Tschüss.